Go. Jo, meine Freunde, was geht ab? Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Reaction-Kanal. Es ist quasi wieder ein Feiertag, denn der liebe Alpha Kevin hat ein Video rausgehauen. Der Absturz von König Thomas Hornauer. Oh mein Gott, der TikTok-King. Abfahrt. Ihr kennt mit Sicherheit alle den Großmeister, König Thomas Hornauer. Also Chat, ne? Ist er ohne Flachs. Ich habe das irgendwann das erste Mal gesehen und dachte, das darf doch wohl nicht wahr sein. Der verdient sein ganzes Geld mit so Streams. Wirklich, Chat, das kann nicht wahr sein. Und besonders toll sind vor allem seine schweratmigen Gespräche, wenn er jungen Frauen Komplimente macht. Du bist für mich die Korea-Königin des vereinten Heiligen Deutschen Königreichs bist du, auf jeden Fall. Was hat der da gesagt? Du bist die Korea-Königin? Bruder. Junge, beim Schauen des Videos habe ich auf Ernst Atemaussetzer bekommen. Also wirklich, ich bekomme da ernsthafte Probleme beim Zuschauen von... Das ist schon ein bisschen ekelhaft, ne? Also jetzt, ich will dem jetzt nicht sofort zu nahe treten. Aber ich habe mir seine Streams das ein oder andere Mal aus reinem Interesse für ein paar Minuten angeguckt. Und die Begeisterung auf dieser Plattform für diese Art der Streams, die ist unfassbar. Ich glaube, sowas funktioniert auch einfach nur auf TikTok. Es ist einfach, und ich sage es immer wieder auch in meinen Videos, es ist einfach eine verdammte Parallelwelt, ehrlich. In diesem Video. Aber sei es drum, das ist König Thomas, über den jetzt schon eine sehr lange Zeit nicht mehr berichtet wurde. Und deshalb mache ich jetzt einfach mal einen kleinen Rückblick, weshalb er überhaupt bekannt ist. Und im Anschluss kommen wir dann zum Hier und Jetzt und der Fakt, dass sein Hype mittlerweile verflogen ist. Beginnen wir aber jetzt erstmal am Anfang für den Kontext mit... Das ist halt wirklich so, Chat, also dieser Content ist ja ein-, zweimal lustig, ne? Da ist halt ein Opa, der verkleidet sich als, keine Ahnung, was für ein Mönch, der hustet dann ein bisschen in die Kamera, macht so ein paar blöde Kommentare... Das findet man vielleicht 1, 2, vielleicht auch 3 Monate lustig. Und irgendwann, da hat man einfach genug davon. Also der kann ja auch einfach nichts. Das ist ja, weiß nicht, was das für ein Talent sein soll, was er da macht. Seine Geschichte, denn das ist ziemlich lustig. Denn sein Aufstieg, das war ein ganz wilder, da ist selbst Kaiser ein Fliegenschiss dagegen. Wenn es da Alpaka Kevin sagt, dann wird es wohl richtig sein. Okay, aufgepasst. Früher, ab 1984, war Thomas Gastronom und Besitzer von 2 ganz besonderen Etablissements. Ach, das ist nicht wahr. 2 Nachtlokalen. 1998 gründete er die Telekontor GmbH. Oh. Oh, Chat. Oh. Zum Multimillionär? Nach eigenen Angaben. Okay, okay. Okay, er war quasi im großen Stil in der Erotikbranche tätig. Jetzt mal ehrlich, also bevor wir weiter gucken, Chat. Wer, Frage habe ich mich ja immer schon gefragt, wer ruft denn bei so... SE-Sternchen-Hotlines an. Wer ruft da an? Wer ist das? Ich kann mir sowas nicht vorstellen. Man könnte hierbei auch von sogenannten Nachtlokalen sprechen, um das einfach mal werbefreundlich auszudrücken. Ab 1998 gründete Thomas dann die Firma Telekontor und Co. KG und vertrieb die sogenannten 0190-6-Hotlines, womit er dann übrigens Millionär wurde. Junge, der wurde wegen einer Handynummer Millionär. Also man kann sich das vorstellen wie das Nachtprogramm von Sport1 bzw. ehemals DSF. Hackt mich aber jetzt nicht, woher ich das weiß. Nee, also keine Ahnung, ich habe das noch nie geschaut. Ich sag euch, woher ich das weiß, Chat. Und zwar haben wir damals immer die geilsten Gaming-Abende gehabt. Und ich will jetzt mindestens einen im Chat sehen, der das fühlt. Wir hatten die geilsten Gaming-Abende und haben nebenbei einfach immer was da laufen gehabt. Meistens war es DSF, weil, und jetzt kommt die Begründung, da liefen immer so Quiz-Shows. Und das konnte man immer richtig übel geil im Hintergrund laufen lassen. Und irgendwann hat man halt diesen Zenit überschritten und dann war halt 0:01 Uhr. Und dann hattest du anstelle eines Quizzes, also wobei es war oft auch ein Quiz, muss ich zugeben, auf jeden Fall nach 0 Uhr wurden die Moderatoren durch Moderatorinnen ersetzt und das T-Shirt wurde ersetzt durch irgendwelche Sternchenaufkleber. Ist ehrlich so. Ist einfach ehrlich so. Und dass ich jetzt nicht der größte Interessent an dieser Art von Content bin, das ist ja eigentlich klar, aber daher kenne ich das zum Beispiel. In dieser Zeit legte übrigens auch Thomas selbst bei... Ja, kenne deswegen die Nummer auswendig. Oh mein Gott. Also dieser Jingle, oh, ich möchte es jetzt nicht sagen, guck mal, 20 Jahre später könnte ich euch die Nummer noch von A bis Z aufsagen.
bei solchen Videos Hand an. Diese Videos wurden dann anonym der SPD-Landtagsfraktion zugespielt, weshalb diese empört über Thomas waren. Junge, richtiger Klassiker. Im Februar 2003 kauft er dann den Insolventensender B.TV, also der baden-württembergische Regionalsender, für 1,6 Millionen Euro. Und was soll ich sagen? Die Sendungen... Was hat er gekauft? Moment mal. Kaufte der gelernte Gießer für 1,6 Millionen Euro? Der ist ja wirklich reich. Ich dachte, das hat er nur gelabert. Oh mein Gott. Millionen Euro. Und was soll ich sagen? Die Sendungen, die er dort dann vertrieb, das war halt so Esoterik-Zeug. Okay, Chat, ich muss mein Zweck hier überdenken. Livestreams mit Reactions lohnen sich doch gar nicht so. Wir werden ab nächste Woche, würde ich sagen, eine Nummer schalten. Und dann werden wir mal ein bisschen so 0 Uhr 0 Content machen, würde ich sagen. Hör mal, geil. Dann machen wir auch ein bisschen ASMR dabei. Dann spreche ich euch ins Mikrofon, was ihr hören wollt. Und dann werde ich damit reich. Also sowas wie Karten legen war... Komm, wer wäre dabei? Jetzt ernsthaft. Wahrsagergequatsche, aber ich will das gar nicht haten oder jetzt schlecht reden, denn Astro Daniel hat schließlich auch mich von meinem bösen Karma befreit. Ja, Mann. Siehst du das, wie das jetzt glüht hier? Das haben wir abgelöst. Also, ihr merkt, solche Sendungen, die retten einfach Leben. Was für euch aber Leben retten kann, das sind die Matratzen von Emma. Eigentlich sage ich ja immer in meinen Videos, dass ich wirklich immense Schmerzen habe. Und einige fragen sich mittlerweile, wie ich das alles aushalte. Und die Antwort ist ganz einfach. Seitdem ich tatsächlich meine Emma-Matratze nutze, geht's mir wirklich... Ohne Witz, ich bin so kurz davor, mir eine zu kaufen, weil ich höre... durch die Bank weg von jedem Influencer, der irgendwie mal Werbung für Emma gemacht hat, dass das nicht nur irgendeine Werbung ist, sondern dass das einfach geile Matratzen sind. Ehrlich, das höre ich einfach immer. Ich habe noch nicht einmal ein irgendwie negatives Argument dazu gehört. Wirklich gut. Seit über 2 Monaten nutzen wir diese und wir sind extrem zufrieden mit der Qualität. Und außerdem sind auch die Rückenschmerzen von meiner Freundin und auch mir komplett verschwunden. Und das Beste kommt jetzt für euch. Durch den derzeitigen Osterrabatt bekommt ihr 50% auf sehr viele Produkte. Neben der Matratze haben wir übrigens auch Spannmittlagen, Matratzenschoner und mehr bestellt. Und wir sind absolut... Osterrabatt? Chat, was haben wir denn? Ist Ostern schon? Ist nicht Ostern erst im April? Kann mich bitte einer mal aufklären? Also in meiner Vorstellung ist Ostern im April oder nicht? Zufrieden. Also ihr seht, dort gibt es so ziemlich alles. Ebenso gibt es auch richtig gute, reduzierte Betten, wie zum Beispiel das Polsterbett, welches momentan zu 40% im Angebot steht. Demnach kann ich nur sagen, wenn ihr besser schlafen wollt oder alles rund ums Schlafen sucht, dann seid ihr bei Emma genau richtig. Mit dem Code ALPHAQUEN5 spart ihr über meinen Link on top 5% zu den bisherigen 50% dazu. Lohnt sich also an der Stelle doppelt. Die Rabattaktion, die gilt noch bis zum 1.4., also schaut da dringend mal vorbei. Und damit bedanke ich mich sehr bei Emma, die mir sämtliche Schmerzen über Nacht nehmen. Gehen wir aber... Ey, ultra geil, Chat. Also, check das Real Talk mal ab. Hier hat er den Link. Ich überlege auch, ne? Ich überlege wirklich. Weil Emma, ich habe momentan eine Matratze, die war auch nicht ganz so günstig. Also, gleiches Preissegment. Aber von einem schwedischen Möbelhaus. Und ich irgendwie, ich weiß nicht, die hat sich nicht bewährt. Aber wieder rüber zu Thomas, denn das wird leider keine leichte Kost. Denn bei ihm soll es damals in seiner Firma abgegangen sein, wie in einer Sekte, bei dem König Thomas der Anführer ist. Er soll dabei seine Mitarbeiter massiv eingeschüchtert haben und mit mehrstündigen Gesprächen für eine Art Gehirnwäsche gesorgt haben. Okay. Wie heißt das denn immer? Education. Wollt ihr scheiß viel Geld mit mir verdienen? Ja. Wisst ihr? Ihr seid eine ganz tolle Truppe. Aber ihr seid mir zu gemütlich. Ihr seid keine zahme Küken. Ich will Krieger, mit denen ich Milliarden verdiene. Ey, Chat, wenn das irgendwann so gut bei mir läuft, dass ich auch mal Chef sein darf, weil ich dann ein paar Angestellte habe, ich schwöre, so werden meine Ansprachen. Ich schwöre, so, genau so werden meine Ansprachen. Ich finde das einfach nur lustig. Ich bin eingesetzt hier, dass wir den Milliarden groß machen. Ja? Und ich will keine zahme Küken, Ingo. Du bist ein wilder Krieger. Also, ich würde schon sagen, normal ist das Verhältnis zwischen Chef und Mitarbeiter. Aber das... Also, ich würde meine Mitarbeiter auch wilde Krieger nennen. Die wilden Pflegekrieger. Oh, jo, Alter. Das ist was für ein T-Shirt. Ey, ehrlich. Die wilden Pflegekrieger als T-Shirt? Bruder, ey, guck mal. Ich habe nur Kommerz im Kopf. Nur Kommerz. Jetzt habe ich die beste Business-Idee des Lebens. Das Ganze lässt sich vielleicht sogar erklären, denn Thomas, der soll angeblich mit Leuten Kontakt gehabt haben, die zu dem Stamm der Likaziern gehörten. Und zusätzlich ermittelte die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des Betrugs. Partybus würde einen kaufen? Ey, wer wird noch ein T-Shirt kaufen? Ich habe schon vergessen, wie der Aufdruck sein soll, aber
Ich gucke mir meine Reaction später selber an, dann fällt es mir wieder ein. Buchs in 1,5 Millionen Fällen. Leute, wir reden ja nicht von 1,5 Millionen Euro, sondern 1,5 Millionen Fälle. Das habe ich noch nie gehört. Im Anschluss verlor er aufgrund von Verstößen gegen das Medienrecht seine Sendelizenz und musste dementsprechend seinen B.TV-Sender dicht machen. Grund dafür war, dass er den Sender für private Zwecke nutzte und dieser eben nicht sachlich war und zur Informationsgewinnung diente. Im Anschluss gründete er dann 2006, vermutlich durch Kontakte zu Kaiser, den Kanal Telemedial in Österreich. Und ja, was soll ich sagen? Seine Sendung, die sah stellenweise so hier aus. Ja, ja, das würde ich sagen, Kaiser Connection sieht man schon. Ne? Das ist ja aufgebaut wie ein Kaiser-Video. Ne? Viel, viel Musikalisches auch dabei. Doch, doch, ja, fühle ich. Ted, wer glaubt denn ernsthaft? In was für einer Welt glaubte er ernsthaft, dass dieser Content nur ein bisschen Erfolg haben könnte? Bruder, was? Was ist das denn? Vor allen Dingen, wer ruft da dann an? Wer? Wer von euch? Es muss ja einer getan haben. Sonst würden diese Sender ja nicht bestehen. Jetzt outet euch. Einer von euch muss doch da jemals mal angerufen haben. Was ist das denn? Was ist das? Wer? Outet euch sofort. Leute, fragt mich doch nicht, welche Substanzen da im Spiel gewesen sein könnten. Für mich wirkt das alles ziemlich beschränkt, aber wen es hilft, er soll es halt machen und feiern. Nun ja, zumindest verlor auch dieser Sender eines Tages mal wieder die Sendelizenz. Wer hätte das auch erahnen können? In der Zeit ist dann auch sein Glauben in das heilige deutsche Königreich immer weiter gewachsen und er versucht auch bis heute, dieses Königreich zu einem Imperium wachsen zu lassen. Sogar mit einer eigenen Währung, aber darauf möchte ich heute in diesem Video gar nicht eingehen, denn nun kommt die Social-Media-Zeit ins Spiel und da entdeckte König Thomas neben Instagram und auch Facebook die Plattform TikTok. Und mit dem sogenannten Tamdance ging er dann letztes Jahr so richtig viral. Für die Leute, die nicht wissen, was dieser Tamdance sein soll, also übersetzt heißt das angeblich transzendentale Aktivmeditation. Ja, keine Ahnung, ich bin auch... Ey, wisst ihr, Chat, wer an sowas glaubt? Und das ist ja auch bei wie heißt das hier, Astro TV und so, ja, wie sagt man das, Kartenlegen? Das hat so einen Begriff, sowas Übernatürliches, I don't know, mir fällt der Begriff jetzt gerade nicht ein. Für so komisches, spirituelles Zeug, jetzt fällt es mir doch ein, da sind doch meist nur irgendwie so, ja, Astrologie stimmt, aber so spirituelles Zeug, da sind doch meist nur Menschen irgendwie von, fast schon besessen, die irgendwie versuchen, einen Halt im Leben zu finden. Und ich finde das so irgendwie ekelhaft und perfide, dass genau diese Menschen ja ausgenutzt werden. Also kein Mensch, also keiner kann mir belegen, dass wenn man Karten legt, in die Zukunft schauen kann, also es gibt da wirklich Menschen, die daran glauben. Und die tun mir im Prinzip leid, weil die da noch unfassbar abgezockt werden. Ja, ruf jetzt an für 49,99, ich leg dir 5 Karten. Das sind ja alles irgendwie Menschen, die dann da sind. Die können total viel Geschichten erzählen und die sehen dann irgendwelche Karten und sagen, ja, hier ist ein Ritter, da ist eine Burg. Ja, vielleicht wirst du im nächsten Leben mal ein Ritter, total erfolgreich. Aber Ritter, Chat, wenn ich jetzt eine Ritterkarte gelegt habe, dann könnte das auch bedeuten, dass du eine schwere Rüstung trägst. Das heißt, du hast bestimmt auch schwere Lasten im Leben zu tragen. Das könnte dich natürlich runterziehen, aber ein Ritter ist ja stolz und da musst du mit Stolz durchs Leben laufen. Ja, ich könnte das auch, Chat. Ich sage euch ehrlich, ich glaube, man muss einfach nur viel quatschen können und vor allen Dingen, du musst viel so allgemeingültiges Zeug labern. Es gibt ja so Sachen wie das, was in den Glückskeksen steht zum Beispiel. Das ist so allgemeines Zeug, das kannst du ja immer irgendwie durch deinen Gedankengang auf dich selbst münzen. Also schwierig. Man muss schon so ein bisschen noch Bezug zur Realität haben und man muss kreativ sein, richtig. Überfragt, was das sein soll. Aber er will halt irgendwie die Menschen zusammenbringen, die tanzen dann miteinander oder machen auch Musik und das alles im Frieden. Und natürlich möchte er die Zuschauer auch auf seine ganz eigene Art und Weise unterhalten, wie wir das ja schon zum Großteil kennen. Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Ganz belastende Nummer. Aber Leute, ohne Scheiß, dieser Kanal war im Livestream-Sektor einer der erfolgreichsten letztes Jahr gewesen. Ich meine, er machte alleine im März 2023 knapp 200.000 Follower und seine Videos erreichten regelmäßig...
Alter, der hat in einem Monat, und das müsst ihr euch jetzt mal vorstellen, der hat in einem Monat mehr Follower gemacht auf TikTok, als ich in 2 Jahren. Bruder, ehrlich jetzt. Dass ich Hunderttausende bis mehrere Millionen aufrufe. Davon kann ich hier auf YouTube nur träumen. Ich muss aber auch an der Stelle sagen, man kann solche Kurzvideos oder solche Streams halt nicht mit YouTube oder Twitch vergleichen. Da halt jeder seine komische Art feierte und auch unbedingt dort mitmachen wollte, haben sich auch immer wieder YouTuber und Streamer dazugeschalten, um das Ganze noch mehr zu pushen. Nein, wer war's? Wo ist ein YouTuber? Den kenne ich irgendwoher. Wer ist das? Oh, nein. Ist das nicht mein Top-Supporter? Hamham, kennt den einer von euch? Aber vielen Dank für deinen Hammer-Support, ne? Ach du Scheiße! Sehr gutes Licht hier. Flo, gute Ausleuchtung. Und die telemediale Weltzeit läuft da hinten, Flo. Super. Und damit stieg's... Alter, was? Ach, Chat. Es gibt so kreative Menschen, die mit so viel Scheiße irgendwie Geld kassieren, ne? Ist unfassbar. Seine Bekanntheit wirklich extrem. Immer mehr Leute waren in den Streams von Thomas und zwischenzeitlich war er einer der aufstrebendsten TikToker Deutschlands. Doch dann kam plötzlich die Wende, denn als aufgeklärt wurde, wer Thomas denn eigentlich ist und... Boah, was ist das denn? Das ist ja voll an mir vorbeigegangen. Da haben ja alle drauf react. Rezo sogar? Ja, guck mal. Komplett, ich bin lost in space. Mit was er überhaupt bekannt wurde und vor allem welche Weltanschauung er vertritt, haben sich relativ viele Menschen von ihm distanziert. Zumal dann halt auch irgendwann dieses Meme-König Thomas und auch das Trollen in seinen Streams unlustig wird, weil keine Ahnung, das hat man halt schon das 100. Mal gesehen und irgendwann wird's halt langweilig. Ich meine, das ist halt irgendwie immer das Gleiche. Thomas, der setzt sich in seinen Livestream, macht ein bisschen Musik, holt dort Leute in seinen Streams und das war's und damit macht er Geld. Doch es ist halt wie immer im Internet. Wenn du auf einer Stelle trittst, keine neuen Ideen hast und nicht weißt, was du als nächstes hochladen sollst, dann wird dein Kanal irgendwann in der Irrelevanz versinken. Und so ähnlich... Aber das ist doch genauso, kennt ihr das? Also wer von euch hat TikTok? Einmal gerne eine 1 in den Chat. Das ist doch genauso wie dieses, wie heißt das? Es gibt doch jetzt ganz viele TikToker, die NPC-Livestreams machen. Genau, boah, ich habe heute irgendwie Wortfindungsstörung, Schlaganfall oder so, keine Ahnung. NPC-Livestreams. Das kennt ihr bestimmt. Was meint ihr, was die für einen NPC-Stream an Kohle verdienen? Chat, das ist unfassbar. Wirklich, die haben null Personality, die machen null was mit Mehrwert, die geben sich ja auch irgendwie null Mühe, what the fuck? Die machen NPC-Livestreams mit Danke für die Rose und kriegen da so viele Donations, es ist unerträglich. TikTok ist die allerletzte und ich weiß, ich bin ja selber mit TikTok quasi in Anführungsstrichen groß geworden, aber TikTok ist die allerletzte Rotze, ehrlich. Das ist hier bei Twitch, bei YouTube eine ganz andere Welt. Eine viel seriösere und irgendwie ja doch menschlichere Welt. Ich sag euch ehrlich, auf TikTok ist permanente Gehirnwäsche. Was da passiert, das geht ja auf keine Kuhhaut mehr, ehrlich nicht. Ging es nun auch Thomas, jetzt nicht falsch verstehen, er hat ja trotzdem noch Klickzahlen, die ganz in... Alter, 6,5 Millionen Aufrufe. Chat, ich kann das nicht ertragen. Und ich gebe mir wenigstens noch Mühe, indem ich irgendeinen medizinischen Content mache. Aber was ist das? Was ist das? Nur Bullshit. Ordnung sind, sage ich mal. Nur der Abwärtstrend, der ist seit einem Jahr wirklich sehr klar zu sehen. Nachdem er nämlich letztes Jahr allein im März knapp 200.000 Follower machte, haben ihm die Leute ab April fast dauerhaft deabonniert. Seitdem bekam er beinahe wirklich gar keine Abos mehr dazu und sein Kanal sinkt und sinkt von der Reichweite. Die Streamer, die gehen halt nicht mehr in seinen Streams, das Ganze wird nicht mehr so gefeiert und dementsprechend wird er nicht mehr sichtbar. Weshalb dann auch der Hype gerade am Ende letzten Jahres komplett verschwand. Denn wenn man sich seinen Kanal jetzt anschaut, dann sieht man immer noch, dass er genau die gleichen Tamdance-Videos macht. Er ist halt immer noch sehr aktiv und macht Streams und es fanden kaum Veränderungen statt. Jedoch erreicht er nur noch sehr, sehr selten die 100.000 Aufrufe und sein Content wird auch kaum noch geteilt. Mich würde es interessieren, ob ihr ihn teilweise noch irgendwo mal seht. Alleine in den letzten 30 Tagen verlor Thomas über 6.700 Follower auf TikTok und es scheint auch immer weiter und weiter nach unten zu gehen. Also Chat, es ist tatsächlich so, dass auch meine Reichweite nicht mehr die gleiche ist wie vor einem Jahr. Das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass TikTok so den Algorithmus umgestellt hat, weil ich glaube, die wollen ein bisschen Geld sparen. Die haben irgendwann gemerkt, wir können nicht jedes Video auf 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen knallen, weil sie dann einen gewissen Geldbetrag dafür bezahlen. Dann haben sie ein paar Creator genommen oder relativ viele Creator genommen, wie mich unter anderem, haben die Reichweite massiv eingeschränkt. Ja, und deshalb ist es auch so ein bisschen zu begründen, dass er nicht mehr diese krassen Aufrufe macht. Aber D-Abos mache ich zum Beispiel nicht. Und das ist einfach ein Zeichen dafür, also wer guckt sich den Scheiß auch langfristig an, ja.
Zeigt mir aber auch immer wieder, wenn man als Creator auf Social Media nicht mit der Zeit geht und immer wieder neue innovative Ideen findet, dann ist es schnell aus. Ich meine, gar keine Frage. Das Ganze, das war eine Zeit lang lustig. Man konnte 100.000 Aufrufe, kaum geteilt, schon klar. Das ist wirklich auf TikTok eine andere Welt. 100.000 auf TikTok wird auch gar nicht ansatzweise so bezahlt wie bei YouTube. Also wirklich nicht. Bei Shorts kann man drüber streiten. Aber auf langen YouTube-Videos 100.000 Aufrufe zu bekommen, das musst du erstmal schaffen. Und als Neuling, als Newcomer ist es unfassbar schwer. Unfassbar schwer. Bei TikTok, da kannst du quasi irgendeinen Dance hochladen. Du kannst nicht mal tanzen, aber irgendein viraler Sound mit irgendeinem Rumgezappel, das kann 1 Million Aufrufe kriegen. So, what the fuck? Und ich fand das auch nicht mal so ununterhaltsam. Mittlerweile wurde es den Leuten aber irgendwann langweilig oder auch nervig und das ist nun das Endresultat. Sehr krass an der Stelle, hätte ich am Anfang meines Videos so nicht erwartet, aber König Thomas wurden vermutlich sogar die Skandale von früher heute zum Verhängnis. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr damals die Streams mit angeschaut habt, ob ihr das cool fandet oder nicht so geil fandet und wenn ihr euch jetzt natürlich erstmal von diesem sehr belastenden Video erholen wollt, dann schaut jetzt unbedingt bei Emma vorbei, würde mich sehr freuen, der Link ist in der Beschreibung und damit wünsche ich euch jetzt noch eine wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stänkchen ans Wänkchen, euer Alpha Kevin und ciao. Ja, wie immer, nices Video. Schaut gerne, falls ihr Bock auf Emma-Matratzen habt. Ne, hier mit dem Code AlphaKevin5 spart ihr nochmal irgendwie 5%, glaube ich. Ja, stabiles Video. Alpha Kevin macht sowieso nice Videos, feier ich, fühle ich. Falls ihr meine Reaction bis hierhin geguckt habt, würde ich mich natürlich auch sehr, sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und was nehmen wir als Algorithmus-Kommentar? Machen wir Cringe Talk. Cringe Talk trifft es ganz gut. Also, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Reaction. Bis dann und tschüss.